Hallo Römerlieb-Freunde, was geht? Wieso hole ich mir mal den Stick raus? Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda. Maus im Bild. Ocarina of Time. Wir sind immer noch im Schloss, beziehungsweise jetzt gerade erst auf dem Weg ins Schloss. Noch waren wir außerhalb des Schlosses. Und hier müssen wir uns jetzt wieder durchschleichen. Ja. Ich muss niesen. Oh, tut mir leid. Ich bin voll mit dem Kopfhörer gegens Mikrofon gekommen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich tut mir leid. Liebe Leutchens. Okay. Der geht wo lang? Geht der nach rechts oder? Ja, tut er. Einfach hier lang gehen. Und weiter. Oh Leute, da ist ja auch einer. Ich will die Rubine gerne haben. So, jetzt warten wir. Wir könnten natürlich auch oben lang gehen. Aber egal. Wir gehen hier lang. Es sind auch noch welche. Ich kann einfach hier lang gehen. Die sehen einen halt einfach nicht. Was übel dumm ist. Da kommt einer an, okay. Ich würde mich ja hier hinstellen, ne? Dass der mich hier hinter nicht sieht, ey. Der ist weg. Der andere ist weg. Ich weiß nicht, wo der andere hin ist. Ich sehe den anderen nicht. Oh, lol. Ah, da oben, okay. Hier, der muss jetzt weg. Der muss jetzt weg. Nice. Whoopi. Okay, gut, haben wir geschafft. Sehr geil. Und wir sind am Ende angekommen. Da, wo wir sein wollen, sind wir jetzt. Und vorher kann ich euch noch was zeigen. Kennt eh wahrscheinlich schon jeder. Naja, dann war es nicht in dem Fenster. Da! Bilder von Mario und Peach. Ich glaube, hier links ist auch noch ein Bild von Bowser. Und Luigi, da ist Bowser. Ist da noch eins? Ja, Yoshi ist da auch noch, okay. Da oben. Sehr cool. Und da ist jetzt Zelda. Hallo. Nanu, wer bist du? Wie hast du es geschafft, an den Wachen vorbeizukommen? Naja, also, ich bin klein und flink. Oh, was ist das? Das ist... eine Fee. Dann kommst du... Kommst du aus dem Wald? Ja, genau. Du hast nicht auch zufällig den heiligen Stein des Waldes, oder? Ich meine, diesen funkelnden grünen Stein. Doch, den habe ich, wieso? Nun, hast du ihn dabei? Ja. Wie? Ich mir dachte. Ich hatte einen Traum. Darum überzogen dunkle Wolken unser Land. Hyrule. Doch plötzlich durchschnitt ein Strahl hellen Lichtes diese Wolken. Er kam aus dem Wald und ganz Hyrule erstrahlte in seinem Glanz. Das Licht verwandelte sich in einen Jungen, der einen glitzernden grünen Stein in den Händen hielt. Ihn begleitete eine Fee. Okay. Ich weiß, es war eine Prophezeiung, dass jemand aus den Tiefen des Waldes kommen würde. Ich dachte, du wärst es. Oh, tut mir leid. Ich habe mich ein bisschen mitreißen lassen von meiner Geschichte und mich gar nicht standesgemäß vorgestellt. Ich bin Zelda, Prinzessin von Hyrule. Hallo Zelda. Wie lautet dein Name? Doki. Ich fühle etwas. Doki. Seltsam. Er kommt mir so vertraut vor. Seelische Verbindung. So sei es, Doki. Ich werde dich nun in das Geheimnis des Heiligen Reiches einweihen, das seit Generationen von meiner Familie gehütet wird. Okay. Du wirst es doch nicht weitererzählen, oder? Doch, klar. Nein, okay.
Ich bin leise. Dies ist die Legende. Welche Legende? Muss ich das jetzt alles in ihrer Stimme erzählen? Oh nie. Das Triforce vereinte die Kraft der drei Göttinnen. Sie verbargen es an einem Ort in Hyrule. Ja, das weiß ich ja schon. Denn das Triforce hat die Macht, die Wünsche dessen wahr werden zu lassen, der es in Händen hält. Ja. Ein rechtschaffendes Herz würde Hyrule in goldene Zeiten voller Reichtum und Frieden führen. Oh. Würden Wünsche eines Menschen mit niederer Gesinnung erfüllt, so verschlänge das Böse die Welt. Oh nein. Das wäre aber unlucky. Daher errichteten die Weisen die Zitadelle der Zeit, um das Triforce vor bösen Mächten zu bewahren. Okay. Die Zitadelle der Zeit ist in unserer Welt der Zugang zum Heiligen Reich. Doch dieser Zugang ist versiegelt durch eine steinerne Mauer, die man Zeitportal nennt. Okay. Es heißt, man brauche die drei heiligen Steine, um den Zugang zu öffnen. Ja, die habe ich vielleicht. Also einen davon zumindest. Noch etwas, nämlich ein uraltes Relikt, das im Besitz der Königsfamilie von Hyrule ist. Die Ocarina der Zeit. Oh. Cool. Ah. Hast du die Geschichte, die ich dir anvertraut habe, verstanden? Ja, hab ich. Großartig. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe gerade durch dieses Fenster hier geschaut. Eines der Elemente aus meinem Raum, die dunklen Wolken. Ich glaube, sie symbolisieren diesen Mann dort. Möchtest du ihn dir anschauen? Eigentlich nicht, aber okay, ich mach's mal. Ganondorf. Siehst du den Mann dort, den mit dem bösen Blick? Das ist Ganondorf, Anführer der Gerudos, die in der Wüste fern im Westen unseres Landes leben. Er hat meinem Vater die Treue geschworen, doch ich glaube nicht, dass er aufrichtig ist. Die dunklen Wolken, die Hyrule in meinen Träumen einhüllten, sie müssen diesen Mann symbolisiert haben. Ja, scheint's. Oh Gott. Was ist passiert? Hat er dich gesehen? Hab keine Angst. Er hat keine Ahnung von unseren Plänen. Noch nicht. Ich weiß, er ist... Natürlich erzählte ich meinem Vater von dem Traum. Doch er glaubte mir nicht, dass der Traum eine Prophezeiung ist. Sei. Okay. Doch glaub mir, ich spüre diese böse Aura dieses Mannes. Ja, glaube ich dir. Es sieht doch echt finster aus. Ganondorf hat es nicht auf nichts anderes als auf das Triforce abgesehen. Nur das scheint sein Begehr. Okay. Um sein Ziel zu erreichen, muss er die gesamte Welt unterwerfen. Okay. Doki, wir sind die einzigen, die Ganondorfs Pläne durchkreuzen können. Bitte. Ich glaub dir. Ja, okay, doch, ich glaub dir. Ich danke dir. Ich habe Angst, große Angst, dass dieser Mann Hyrule den Untergang bringt. Er besitzt übermenschliche Kräfte. Doch nun, da du hier bist, wird alles gut gehen. Wir müssen verhindern, dass Ganondorf in den Besitz des Triforce gelangt. Ich werde die Ocarina der Zeit mit all meiner Kraft schützen. Niemals soll er sie erhalten. Deine Aufgabe sei es, die verbliebenen heiligen Steine zu finden. Sie sind der Schlüssel zum Heiligen Reich. Lass uns das Triforce suchen und mit dessen Kraft Ganondorf bezwingen. Okay, machen wir. Eines noch. Nimm diesen Brief an dich. Ich bin sicher, du wirst ihn brauchen können. Zeldas Brief, okay. Oh, dass ich das nicht... Sowas kann ich nicht überspringen, ne? Mit B. Also so, dass der Text durchrasselt. Nein, das geht nicht. Kannst du mir nicht noch was? Mein,
Meine Vertraute wird dich aus dem Schloss geleiten und erhalte dich. Oh, lol. Wo kommst du denn her? Du siehst komisch aus. Ich bin Impa, Überlebender der Chica. Meine Aufgabe ist, Zelda zu schützen. Also ist... Alles ist so geschehen, wie es die Prinzessin prophezeite. Okay. Du bist ein tapferer Junge. Die Vorsehung hat dich an diesen Ort geführt. Mir wird nur die Aufgabe zuteil, dich eine Melodie zu lehren, die du nie vergessen darfst. Okay. Es ist ein Lied, das die Königsfamilie von Generation zu Generation weitergibt. Ich habe dieses Lied für Prinzessin Zelda gespielt, als sie noch ein kleines Kind war. In den Noten verbergen sich mysteriöse Kräfte. Lausche nun der Melodie. Okay. Alle mit der Hand? Wow, okay, du bist krass. Erstmal anders hinsetzen, ey. Okay. Wir haben ein Lied gelernt. Oh yeah. Die Ocarina der Zeit kriegen wir jetzt noch nicht, ne? Nee. Das Zeldas Wiegenlied erlernt. Yeah. Wenn ich diese Soldaten hier finden, bekommst du Ärger. Lass mich dich aus dem Schloss führen. Okay. Mach ich. Ja, doch. Ja, mach ich. Ich lasse dich machen, so. Die Ocarina ist nämlich, eigentlich liegt sie ja da in dem Wasser, aber ich glaube, sie ist da noch nicht. Du tapferer Jüngling, wir müssen Hyrule vor der drohenden Apokalypse bewahren. Richte deine Augen gen Osten. Dies ist der Todesberg. Das Reich der Goronen. Sie hüten den heiligen Stein des Feuers. Okay. Am Fuße des Todesberges wirst du Kakariko finden. Es ist die Stadt, die ich gegründet habe, um Verfolgten Obdach zu bieten. Bevor du zum Berg aufbrichst, solltest du dich mit einigen Bewohnern unterhalten. Alter, als ob hier jetzt ein Hubschrauber langfliegt. WTF? Gut, dass sie das nicht hört, ey. Das Lied, das ich dir gelehrt habe, besitzt geheimnisvolle Kräfte. Nur Angehörige der Königsfamilie hier dürfen es lernen und spielen. Vergiss nicht, du kannst damit beweisen, dass du in königlicher Mission unterwegs bist. Geh nun, die Prinzessin und ich warten auf dich und die heiligen Steine im Schloss. Enttäusche uns nicht. Machen wir nicht. Alter, sie ist eine Magierin. Wow. Aber vorher werden wir uns erstmal hier ein bisschen Geld snacken. Solange es jetzt nicht Nacht wird zumindest. Und dann noch eine kleine Mission machen oder anfangen zu machen. Yeah. Okay, wir haben jetzt 99 Rubine. Das reicht erstmal. Ja, wir müssen jetzt nochmal in die Stadt, genau. Dim, dim, diddle, dim. Diddle, dim. Diddle, dim, diddle, dim. Bin schwer am Trainieren, yo, merke ich. Das ist ein Laden. Ich will das Hyrule-Schild haben. Ja, ich will das Hyrule-Schild. Aber das kriegen wir eh noch. Stimmt. Das muss ich ja nicht. Ja, muss ich nicht kaufen, nee. Wo war denn das? Hier? Was ist denn hier drin? Was hat denn der alles? Käfer, Fisch, Irrlicht, blaues Feuer, B. Lol, der hat die. Oh, okay. Cool. Cool. Interessant zu wissen. Dann war das hier, oder? War das hier? Komm, lass es hier gewesen sein. Lass es hier gewesen sein. Ja, mag mir nicht rein. Ich frage mich, wann er öffnet. Ich habe das Schild gesehen. Okay. Ist doch noch nicht offen.
Nun sind diese Handel. Wir leihen sie dir, nur. Du kaufst die Masken? Ja, würde ich gern machen, aber. Aber wann öffnet der denn? Oh, ich dachte, der ist schon offen. Oh. Naja, okay. Irgendwo konnten wir doch ein Krabbelminenspiel machen, oder? Ja, hierfür brauchen wir einen Bogen, ne? Oh nein, können wir. Oh! Okay. Nein! Nein, es ist echt schwer damit zu schießen! Shit! Wir haben nicht mal unendlich Schuss. Oh Gott! Okay. Ah! Das ist echt schwer! Okay, wir müssen noch weitermachen. Als erstes kam hier der, genau. Dann kam hier ein blauer. Genau, und jetzt hier. Nein! So, dann kam hier nochmal ein grüner. Okay, dann kam hier nochmal blaue. Nein! Kam hier nochmal ein grüner. Nee, ein roter. Jetzt nochmal ein grüner? Nee, nochmal rote. Sag bloß, wir haben nur... Nein! Achso, okay, wir dürfen nochmal. Und sonst? Okay, hier kam blauer. Dann kommt da ein blauer. Wir haben hier einen grüner. Nein, was? Oh Mann! Okay, komm. Wir schaffen das. Wow. Okay, wow. Okay, wir schaffen das. Ich weiß gar nicht, was wir hier kriegen. Aber wir schaffen das. So, jetzt kommt hier ein blauer, genau. Nein. Ja, doch, okay, den haben wir. Den auch. Jetzt kommt hier nochmal ein grüner. Okay. Blau. Blau. Okay. Ja! Okay, wir haben es geschafft. Wir sind begeistert, okay? Was haben wir bekommen? Okay, größere Munitionstasche. Okay, sehr gut. Gut, dass wir das Spiel gemacht haben. Wir machen jetzt auch erstmal ein paar Sidequests, Leute. Oh, ich wusste gar nicht, dass wir es hier... Oh, ja, ich bin ja begeistert. Hey, was hast du denn für mich eigentlich? Bitte verkauf mir etwas mit C. Ich verkaufe mir... bitte verkauf mir etwas. Bitte in einer Flasche... Ah, okay. Ah, hier ist das Krabbelminengeschäft. Können wir das jetzt eigentlich schon machen, ohne dass wir Krabbelminen besitzen? Oh, tut mir leid, ich habe noch nicht geöffnet. Bitte komm später. Haben die nur nachts geöffnet? Ah. Was ist eigentlich mit dem da oben? Dem können wir locker reden, ne? Ich bin echt, ich weiß nicht, wo wir was herbekommen, was wir machen müssen, wie, was, wo, wann. Wir sind Rubine. Das ist nett zu wissen. Hallo. Hey, du. Es heißt, wir hätten große Ohren, aber ich habe nie gehört, okay? So, gut, ja, dann haben wir hier eigentlich nichts mehr. Ich wollte eigentlich halt diese Masken holen. Aber wie es aussieht, können wir das noch gar nicht machen. Das müssen wir noch später machen. Toll. Gut, dann gehen wir... Oh, lol, der Part ist ja bald vorbei. What? Okay. Hier unten liegt die Ocarina dann später. Wie gesagt, jetzt ist sie gerade nicht da. So. Aber ich glaube, bevor wir das machen, gehen wir zur Lohn-Lohn-Farm. Die ist dort hinten. Ja, wir machen das erst. Wir gehen jetzt erstmal zur Lohn-Lohn-Farm. Alles klar. Dilledin. Da kommen. Ach, da bekommen wir auch noch ein Herzteil. Stimmt. Oh, lol. Nice. Und wenn es Nacht wird, ist es auch gar nicht mal so bad eigentlich. Ja, wird mal Nacht. Nacht werden ist ganz gut eigentlich. Ja.
Ja. Ich glaube, ist an diesem Baum dann Dings, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ist an diesem Baum eine Skulptur? Ey. Nein, ich glaube nicht. Schnell, okay. Sehr gut. London Farm. So, machen wir das noch in diesem Part? Nee. Erstmal, da oben seht ihr eine Skulptula. Da oben. Da. Am Fenster. Kann ich nicht irgendwie die Achsen Dings ändern? Wie sich das bewegt? Nee, kann ich nicht. Und das ist so doof, ey. Gut, Leute. Aber wir beenden jetzt hier erstmal den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.